willkommen zu einem neuen Vlog. Ich komme gerade heim vom Zeitungsaustragen, meine Hände sind komplett geschwollen, jucken wie Sau. Draußen hat es irgendwie 6 Grad oder so. Ich habe mir halt komplett den Arsch abgefroren, aber jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich daheim und kann diesen Vlog hier aufnehmen. Ich habe vor, heute mal wieder einen Cinematic Vlog zu machen, das bedeutet, ich filme einfach ein paar mehr Cinematics, gebe mir vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe beim Schneiden und Color Grading. Hatte ich ja auch schon 2-mal gemacht, Link zur Playlist findet ihr hier oben. Jetzt will ich aber gar nicht viel labern, sondern wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Vlog. Ich war jetzt hier gerade noch die ganze Zeit auf Teamspeak online. Mein Video rendert jetzt auch, ich habe es jetzt vorher fertig geschnitten. Wetter ist, naja, nicht viel besser als vorher. Ich hatte jetzt ja ehrlich gesagt so ein bisschen gehofft, dass es sich wieder ein bisschen aufgeklärt hat. Aber irgendwie sieht es noch genauso behindert aus wie vorher. Das heißt, es wird wahrscheinlich heute Nachmittag nichts mit irgendwelchen mega nice Cinematics. Wir haben jetzt gerade noch kurz was zum Nachmittag gegessen und werden jetzt gleich mal losgehen. Mein Dad und ich werden meine Schwester kurz in Urlaub setzen, werden dann wahrscheinlich noch mit dem Auto ein bisschen weiterfahren. Und ich schaue einfach mal, ob ich dann nebenbei irgendwie ein paar Clips zusammenbekomme. Wir sind wieder daheim. Ich habe nicht so wirklich viel gefilmt. Die Szenen waren auch jetzt nicht wirklich gut, beziehungsweise nicht wirklich cinematisch. Wie dem auch sei, ich bin hier gerade noch ein bisschen auf Teamspeak am Chillen mit Linus und mit Samuel. Wir werden gleich hier einen Livestream machen auf Samuels Kanal. Ist hier oben auch mal ein Link. Könnt ihr gerne mal auschecken. Ein bisschen privat am Talk mit Dommel, mit dem ich mich ja auch am Montag treffen werde. Und passend dazu wollte ich euch jetzt noch eine ganz kleine Übersicht geben über das, was jetzt hier in den Herbstferien passieren wird und natürlich auch darüber, was euch denn für Videos erwarten werden. Viel mehr wird heute wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, denn draußen regnet es, es ist komplett grau, ist auch nicht wirklich warm, ist halt so ein Standard-Herbst. Beschissenes Deutschlandwetter, was ich natürlich gerade deswegen schade finde, weil ich ja eigentlich hier einen Cinematic Vlog machen will, was heute irgendwie eher weniger funktioniert. Anfangen möchte ich eigentlich auch direkt am Montag, nämlich morgen. Denn da starten die Herbstferien bei mir und auch noch bei 3 anderen Leuten. Ziemlich nice. Wir werden uns nämlich in Ulm treffen. Ich habe es ja in einem der letzten Videos schon mal angekündigt gehabt. Die Links zu den Kanälen sind auch nochmal in der Beschreibung, falls ihr euch dafür interessiert. Und falls ihr aus der Gegend kommt, Bock habt vorbeizukommen, könnt ihr es natürlich auch gerne machen. Einfach die Kommentare schreiben, dann antworte ich euch, gebe euch nochmal genauere Infos. Wir werden uns um kurz vor 10 treffen, werden dann ein bisschen in die Stadt gehen, werden dann dafür eine nice Zeit haben, hoffe ich zumindest, und es wird bestimmt richtig witzig, freue mich auf jeden Fall schon ultra drauf. Am Dienstag geht es dann auch schon weiter, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich da ein Video machen werde, wahrscheinlich schon, vielleicht aber auch nicht. Ich werde dann nämlich, falls das Wetter sich noch ein bisschen bessert, mit ein paar Freunden eine Fahrradtour machen. Wetterbericht sagt schon, dass es besser werden soll, aber so ganz sicher kann man sich natürlich nicht sein. Falls das Ganze also zustande kommt und ich da auch Bock habe, was zu filmen, werdet ihr davon auf jeden Fall nochmal ein extra Vlog oder zumindest einen kleinen Zusammenschnitt sehen. Am Mittwoch werde ich zusammen mit meinem Dad und meiner Schwester nach Würzburg fahren. Ist so ca. 200-250 Kilometer weit weg. Wir werden dort einfach einen kleinen Tagesausflug hin machen. Wird, denke ich, echt cool. Und falls das Ganze so klappt, wie wir das geplant haben, werde ich mich dort auch noch mit einem anderen Vlogger treffen. Seid auf jeden Fall schon mal gespannt drauf. Ich will jetzt noch nicht spoilern, wer es ist. Ihr könnt mir mal gerne in den Kommentaren raten. Donnerstag ist dann auch schon der einzige Tag, an dem ich mal wirklich gar nichts vorhabe. Ich werde dort wahrscheinlich das Q&A aufnehmen. Hoffe ich zumindest mal, dass es klappt. Vielleicht werde ich auch irgendwas anderes machen, einen Vlog darüber machen. Vielleicht auch beides. Ich habe keine Ahnung. Wird wahrscheinlich relativ spontan. Am Freitag werden wir noch mit der Klasse ins Kino gehen. Da wird aber wahrscheinlich auch ein ganz normaler Lady-Vlog kommen, denn ich denke nicht, dass das Kino Bock hätte, dass wir
Obwohl, an sich wäre es auch ganz geil, Cinematics von dem Film zu drehen. Die Idee ist gut, die Idee ist gut. Samstag, Sonntag sind da wieder relativ normal, da werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen lernen müssen, denn wir schreiben in der nächsten Woche relativ viele Arbeiten. Warte mal, es regnet gar nicht mehr, oder? Nee. Nice. Ich finde es wirklich mega nass, dass es jetzt nicht mehr regnet, denn ich denke, ich werde auf jeden Fall nachher noch ein bisschen rausgehen, zumindest wenn es so trocken bleibt. Wetter ist natürlich trotzdem nicht das Beste, aber ich meine, dagegen kann man jetzt wohl eher weniger machen. Und jetzt fokussiere mich zu Depp. Mir wichtiger ist mein scheiß PC im Hintergrund. Na gut, so viel zum Thema rausgehen. Eigentlich hatte ich wirklich vor, noch ein bisschen rauszugehen, aber da ich in diesem Video relativ viel Color Grading und auch viele Time-Lapses drin habe, wird der Video wahrscheinlich auch ein bisschen länger zum Rendern brauchen. Ihr wisst, ich habe keinen guten PC und ich habe halt keinen Bock, dass das Video letztendlich erst irgendwann heute Nacht online kommt. Hey Moritz. Ich bin jetzt hier auch mit dem Schneiden eigentlich fast fertig. Bin nicht wirklich zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz ehrlich, ich finde, ich habe diesen Vlog voll verkackt. Ich hoffe, er hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wie dem auch sei, das war es jetzt wirklich. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Hoffe, ihr habt eine schöne Ferien. Falls ihr noch Ferien habt, beziehungsweise falls ihr aus Bayern und Baden-Württemberg kommt. Das soll es doch gewesen sein. Ciao.